Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste heute die Camilla Flower Mini von Katan Fuhrwerk. Das sind kleine für Bodenwirbel, also so Feuerwirbel. Auch Silberwirbel nennt man die meistens. Sehen ungefähr so aus. Also ganz normal. Unten ein bisschen abgerundet, dass sie sich auch drehen. Sechs Stück sind enthalten in der Schachtel. Und sie haben eine M haben sie von 0,27 Gramm pro Stück, also insgesamt auf die Schachtel 1,6 Gramm. Ist nicht sehr viel und da lassen wir uns mal überraschen, wie sie sind. Bis gleich zur Zündung. Machen wir erstmal ein. Sehr schön. Ja, ist am Stock hängen geblieben. Aber sehr schön, muss ich schon mal sagen. Und machen wir jetzt nochmal zwei und dann machen wir zum Schluss nochmal drei Aufschlag. Ja. Nun die nächsten beiden. Ja, sobald eine Kante kommt, bleiben sie hängen, aber an sich bei einem glatten Untergrund rennt es sich wirklich gut. Und dann machen wir nun zum Schluss die drei letzten Aufschlag. Und nun die drei letzten für euch. Aber Power haben sie ganz schön, das muss man schon sagen. Also ich muss sagen, für den Preis und so kann man diese Schurkel mal nehmen. Ich habe glaube 60 Cent für die Packung bezahlt. Und ich muss sagen, für ganz aktuelle Ware ist die wirklich gut. Ja, also von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.